E&P Hydraulics hat zusammen mit seinem Entwicklungspartner, dem Caravan-Hersteller Tabbert, ein neues Caravan-Level-System entwickelt. Dieses neue, leistungsstarke hydraulische Leveling- und Stabilisierungssystem ist für alle Wohnwagentypen geeignet und es besteht aus 4 Einbaumodulen. Erstes Modul: 4 Alco Bigfoot hydraulisch angetriebene Stützen. Die Alco Bigfoot Stützen werden an 4 Ecken, im vorderen und im hinteren Bereich des Wohnwagens montiert und sie haben keinen herkömmlichen Spindelantrieb mehr. Der Spindelantrieb wird durch einen hydraulischen Zylinder ersetzt. Die 4 Stützen sind über eine Montageplatte mit dem Fahrzeugrahmen verbunden. Dies schafft eine unübertroffene Stabilität. Das System wurde von E&P Hydraulics entwickelt. Zweites Modul: 2 hydraulische Zylinder. Die hydraulischen Zylinder sind eine Spezialanfertigung von E&P Hydraulics. Montiert werden sie an der Achse des Wohnwagens. Das garantiert, dass der Wohnwagen über die gesamte Breite gerade steht. Für alle gängigen Wohnwagenfahrgestelle gibt es vorgefertigte Halter, um das System einzubauen. Drittes und viertes Modul: zentrale Steuereinheit und Bedienteil. Das Herzstück des Systems ist die zentrale Steuereinheit. In Verbindung mit der Steuerung baut das Aggregat, in dem sich ein Elektromotor befindet, Druck auf und setzt die beiden hydraulischen Zylinder an der Mittelachse und die 4 Alco Bigfoot Stützen in Bewegung. Die eingebauten Wasserwagensensoren in der Steuereinheit sorgen dafür, dass der Wohnwagen immer in der Waage steht. Das Bedienteil wird im Innenbereich des Wohnwagens eingebaut. Geplant ist es im Moment, dass der Einbau für so ein System ca. 4 bis 5 Stunden dauern wird. Das heißt, man kann sowas also gut auch an einem Tag einbauen lassen bei seinem normalen Caravan-Händler. Wenn wir so ein System liefern, umfasst das immer diese 4 Stützen an den Ecken, also diese Alco Bigfoot-Stützen mit diesem Hydraulikzylinder, 2 Zylinder, die unter der Achse montiert werden, der komplette Kabelsatz, das Bedienteil, die Steuerung, das Pumpenaggregat. Das ist immer ein Set, also das gibt es dann später so zu kaufen. Und das ist in dem Lieferumfang immer komplett dabei. Auf einem Campingplatz wird das Caravan-Level-System getestet. Nachdem der Wohnwagen vom Zugfahrzeug abgehängt wurde, werden über das Bedienteil die Stützen ausgefahren. Man schaltet es ein, drückt auf automatisches Nivellieren und ab dann geht das komplett automatisch. Es senkt zuerst die mittleren Stützen unter der Achse ab, macht die seitliche Bewegung, nivelliert den Wohnwagen seitlich aus und nimmt damit die größten Kräfte auf, so damit eben im Aufbau dann später über die seitlichen bzw. über die hintere und vordere Stütze also keine Kräfte mehr in den Wohnwagen, in den Caravanboden eingeleitet werden. Und danach kommen die Eckstützen am Wohnwagen, hinten und vorne, je nachdem, wo er halt runtersteht. Im Regelfall sollte das vorne sein, fängt er dann eben an und nivelliert über die Längsachse mit den vorhandenen Stützen dann einfach aus. Und damit stellt er das Fahrzeug letztendlich gerade und stabil auf. Das System wird mit einer 12-Volt-Batterie betrieben, aber bei einem Stromausfall lassen sich die Stützen auch per Hand ein- und ausfahren. Das Gesamtpaket des Caravan-Level-Systems beinhaltet 4 Alco Bigfoot hydraulisch angetriebene Stützen, 2 hydraulische Zylinder, 1 zentrale Steuereinheit und das Bedienteil. Das Caravan-Level-System wird Sie begeistern.